Vor uns liegt ein wunderschöner neuer Tag. Vor uns liegt ein wunderschöner neuer Tag. Und die helle Scheibe leuchtet weit. Die helle Scheibe leuchtet weit. Kommt und spielt mit mir. Abenteuer lebt man hier. Oh. Und immer finden nach Hause wir. In einem Land vor unserer Zeit. Vor unserer Zeit. Solche Bäume habe ich noch nie gesehen. Hm, das riecht gut. Ich probiere gleich noch eine. Und dann noch eine. Ja, und noch eine. Was ist denn das für ein Abenteuer, wenn wir gar nichts erforschen? Aber wir erforschen doch die Höhlen. Diese Höhlen sind stinklangweilig. Seht ihr, das ist schon viel besser. Wie lange will denn dieses blöde Himmelswasser noch runterfallen? Glaub niemals diesen Schwimmern, Tretia. Diese Planscher haben nur halb so viel Spaß, wie sie vortäuschen. Hallo, Zera. Hallo, Tretia. Heute ist ein toller Schwimmtag. Ja, ja, ja. Warum schwimmst du da nicht weiter, Ducky? Wollt ihr denn nicht mitmachen? In Himmelswasserpfützen rumpatschen macht Laune. Nein, danke. Tretia und ich haben hier genug Spaß. Das kannst du uns glauben. Aber ihr seht irgendwie gar nicht so fröhlich aus. Was soll denn das heißen? Klar sind wir fröhlich. Hey, du bist dran, Tretia. Hey, Tretia, nicht! Komm zurück! Ducky, was soll denn das? Meine kleine Schwester kann nicht schwimmen. Sie muss ja auch gar nicht schwimmen. Es ist so flach, dass sie stehen kann. Tretia, komm sofort aus dem Wasser raus. Da war was, Zeba. Tretia! Ich rette dich! Ich hab dich, Tretia. Es ist alles wieder gut. Ist mit dir alles in Ordnung, Zera? Mir geht's bestens. Aber Tretia wäre beinahe untergegluckert. Wenn du nicht so viel vom Schwimmen erzählt hättest, dann wäre Tretia gar nicht erst ins Wasser reingesprungen. Oh, das tut mir leid. Ich wollte nicht, dass... Ducky, die Tage des fallenden Wassers können für junge Dinos wie Tretia sehr gefährlich sein. Aber Tretia möchte wieder reinkommen. Was machen wir jetzt? Nicht wir, sondern ich. Ich werde Tretia Schwimmen beibringen. Du? Aber Dreihörner sind nicht gerade die besten Schwimmerzehrer. Dreihörner können alles, was sie wollen. Wow. Also schön, Tretia. Paddel einfach mit deinen Vorderfüßen in etwa so. Oh, du darfst ihre Hinterbeine nicht vergessen. Die müssen so machen. Ich weiß Bescheid. Tretia, jetzt reicht's aber. Also, mit deinem Hinterbein paddelst du ungefähr so. Deine Hinterbeine sollten nicht nur aufstampfen, sie sollten dich wegdrücken. Also schön, Ducky. Wenn du so genau weißt, wie man schwimmt, warum unterrichtest du sie nicht? Naja, Schwimmer zeigen anderen nicht, wie man schwimmt, weißt du? Wir schwimmen einfach. Im Gegensatz zu Dreihörnern. Aber dank dir will Baby Tretia jetzt ein Schwimmer sein. Also das ist gar nicht so schlecht. Ist es doch, weil sie nicht schwimmen kann. Und wenn ihr während der Tage des fallenden Wassers irgendetwas passiert, dann ist das ganz allein deine Schuld. Oh nein, ich will doch nicht.
nicht, dass Tizia etwas passiert. Wirklich nicht. Nein, nein, nein. Gut, dann zeigt Tizia, wie man schwimmt. Auf der Stelle! Ich will's versuchen. Jetzt schwimmst du schon fast. Jetzt kann sie besser spritzen als vorher. Sie kann schon viel besser rumplanschen als vorher. Und wie soll ihr das helfen zu schwimmen? Sie muss sich im Wasser wohlfühlen, weißt du? So wie zu Hause. Bald ist sie in der Lage, ganz allein zu schwimmen. Oh ja, das wird sie, glaub mir. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Wie kannst du dich selbst Schwimmer nennen, wenn du nicht in der Lage bist, Tizia das Schwimmen beizubringen? Tut mir leid, Sierra. Aber wenn man schwimmen lernen will, braucht man Zeit und Geduld, besonders wenn man ein Dreihorn ist. Uns läuft die Zeit davon und ich habe keine Geduld. Oh! Tizia? Oh, oh nein, wo ist sie hin? Tizia hat gelernt, wie man schwimmt. Ich habe es ihr beigebracht. Ja, das hab ich, das hab ich. Na schön, Ducky. Das hast du gut gemacht. Danke, Zera. Jetzt ist Tizia eine bessere Schwimmerin als du. Besser als ich? Ha, das glaube ich nicht. Pass auf! Siehst du, ich bin die beste Dreihornschwimmerin aller Zeiten. Da ist das Wasser ganz flach. Was ist das hier für ein Ort? Das ist eine Höhle der vielen Stimmen. Hört mal her. Hallo! Wow, sie antwortet. Das muss ich auch versuchen. Hauga, Hauga, Hauga. Oh nein, was ist das? Wow, das war ja richtig laut, Ducky. Ja, ich bin beeindruckt. Oh, jetzt klinge ich auch richtig groß. Ja, ja, ja. Wenn ich hier drin laut sein kann, Ruby, vielleicht kannst du mir zeigen, wie das auch im großen Tal geht. Du glaubst, dass ich so laut rede, weil ich größer bin als du? Aber wenn du größer wärst als du, dann würdest du auch lauter sein, glaub mir. Hm? Aber dann wär's nicht mehr so laut für dich. Also, willst du mir helfen, lauter zu sprechen? Bitte? Nun ja, ich kann's ja versuchen. Ducky, ich habe darüber nachgedacht, also hör mir gut zu. Um groß zu sprechen, musst du dich auch groß fühlen. Also, wenn du groß denkst, dann redest du auch wie ein Großer. Ich könnte an große Sachen denken wie diesen Baum. Der ist groß. Gut, und jetzt sei der Baum. Ich kann doch kein Baum sein. Nein, nein, nein. Aber du kannst dir vorstellen, so groß wie der Baum zu sein, richtig? Oh, na gut. Ich stell's mir vor. Ich bin ein Baum. Sehr schön. Und jetzt, wo du dich groß fühlst, sprich auch groß, Ducky. Etwa so. Erstmal atmest du tief ein. Gut, das machst du schon ganz. Dann versuch an etwas zu denken, woran du nicht denkst. Zum Beispiel? Wie wär's mit einer anderen Geschichte? Ruby kann tolle Geschichten erzählen. Japp, japp, japp. Oh ja. Wie wär's denn mit einer Geschichte aus dem geheimnisvollen Jenseits? Chompa und ich waren unterwegs zum großen Tal. Und Rotklaue versuchte, uns aufzuhalten. Was ist das für ein Gestank? Also, ich rieche gar nichts. Aber dein Schnüffler schnüffelt mehr als mein Schnüffler. Igitt, das ist ekelig. Ja. Schlimmer als von Rotklaue verspeist zu werden? Dann folge mir, ich laufe vor.
euch viel besser gehen. Ich spreche groß. Groß? Groß wie ein großer Baum. Wie der Saurierfelsen, so groß? Ja, so groß wie es nur geht. Ich sprech groß und laut. Komm, versuchen wir es nochmal. Ruf ganz laut ins große Tal. Deine Stimme macht dich stolz. Du bist aus besonderem Holz. Ich spreche laut. Richtig laut und groß. Wie ein großer Baum. Ja, man glaubt es kaum. Wie ein Felsen so groß. Groß wie das größte Groß. Ich bin riesengroß. Hey, hier ist was los. Du sprichst laut und groß. Nur ein Spiel, den werde ich zeigen. Drei Hörner können alles, was sie sich in den Kopf gesetzt haben. Warum bleibe ich nicht auf diesem blöden Baumstamm drauf? Pass auf, Zera! Du kommst zu dicht an das schnelle Wasser ran. Ich krieg das schon hin. Immerhin bin ich ein Dreihorn. Oh oh. Wir müssen sie aufhalten, sonst gerät sie in das fallende Wasser. Ruby, Chomper, Ducky, versucht mit euren Baumstämmen Zera einzuholen. Juhu, alles klar. Kehrtwende und ab geht die wilde Fahrt. Passt auf, nicht, dass wir euch auch noch retten müssen. Die Baumstammläufer-Rettungstruppe eilt zur Hilfe! Littlefoot, mir helft auch! Na schön, Petri! Du passt von oben auf Zera auf! Tria, hast du Zera gesehen? Nein, Schatz. Tja, dann werde ich mal nach ihr suchen. Wenn sie zur Wasserstelle gegangen ist, um dieses verrückte Spiel zu spielen, obwohl ich es ihr verboten habe, dann werde ich... Ich weiß, Tapsi, ich weiß. Dann wirst du ziemlich sauer. Aber denk dran, Schatz. Du warst auch einmal jung. Was, ich? Wir versuchen's, aber es geht nicht schneller. Ja, vielleicht kannst du versuchen, ein bisschen langsamer zu sein. Na toll, als ob ich das nicht schon versucht hätte. Halt, Zera! Hilfe! 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 Das war doch Zera. Sie treibt auf das fallende Wasser zu. Ich werde sie retten. Der Felsen müsste das schnelle Wasser blockieren und Zera davor schützen, runterzufallen. Aber Herr Dreihorn, der Felsen ist riesig. Nichts und niemand kann den bewegen. Was ein Dreihorn sich in den Kopf gesetzt hat, das schafft es auch. Ich werd's dir zeigen. Also schön, Jungs. Versuchen wir es alle drei zusammen. Schneller, Zera, gleich hier!
war in letzter Sekunde. Danke, Freunde. Tut mir leid, dass ich nicht auf dich gehört habe. Wie konntest du nur? Ich bin ja so froh, dass dir nichts passiert ist. Wir haben unser Spiel noch nicht beendet, Sarah. Willst du noch mitspielen? Oh nein, lieber nicht. Sarah hat ihre Lektion gelernt. Lektion? Von wegen, ich muss gar nichts mehr beweisen, denn immerhin bin ich die ganze Zeit im schnellen Wasser auf meinem Baumstamm geblieben. Nein, 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 ich lass mich nicht unterkriegen, ich schaff das schon. Runter? Ich laufe! Los, Baumstamm! Los, los, los! Seht mal hier, Freunde! Ich habe einen neuen Trick! Ich nenne es Baumstammlaufen. Wenn ihr genau aufpasst, dann könnt ihr das auch. Zuerst müsst ihr raufklettern. Das ist ganz schön schwierig. Dann steht ihr auf. Das ist noch viel, viel schwieriger. Fallen. Das ist das Schwierigste vom Ganzen. Und jetzt fangt ihr an zu laufen. Immer schneller und schneller. Je schneller, desto besser. Jetzt bin ich so schnell wie der Wind. Das macht Spaß. Japp, japp, japp. Oh ja, das müssen wir auch versuchen. Baumstammlaufen wird euch Spaß machen. Japp, japp, japp. Entschuldigung. Wir brauchen die süßen Blasen für den Schlüpftag unserer Freundin. Die isst sie am liebsten. Schlüpftag? Sagtest du gerade Schlüpftag? Schon als Schlüpfling habe ich meinen Schlüpftag am liebsten gefeiert. Nehmt so viele ihr wollt. Es hat geklappt. Ich denk oft an die Zeit zurück und an unser Familienglück. Dann merk ich, wie die Zeit vergeht. So vieles ist vom Wind verweht. Und dann wird mir schnell klar, ich denk gern dran, wie's früher war. Ob fröhlich oder traurig, ich denk oft an die Zeit zurück. Zusammen sein, aber dafür mit meinen Freunden. Und wenn ich nicht allein bin, dann muss ich mich auch nicht allein fühlen. Aber zuerst muss ich mal meine Freunde finden. Hallo, meine Freunde! Meine Freunde, hallo! Hallo, Ruby. Stimmt irgendwas nicht? Nein, wir wollten nur... Wir haben gerade einen langen Spaziergang hinter uns. Wir sind fix und fertig. Das sind wir. Oh ja. Oh, also ich habe gehofft, wir könnten zusammen sein und ein bisschen spielen. Wir machen erst mal ein Nickerchen. Vielleicht spielen wir später. Oh, na schön. Dann gehe ich eben zu meinem Nachdenkeplatz und sehe mir meinen Schlüpftagstern an. Ich denke, ein einsamer Schlüpftag ist besser als gar kein Schlüpftag.
Denn wenn ich keinen Schlüpftag hätte, dann wäre ich nicht aus dem Ei geschlüpft. Und wenn man nicht geschlüpft ist, dann ist man noch einsamer als an einem einsamen Schlüpftag. Oh nein! Herzschütteln! Dieser Schlüpftag darf nicht mein letzter Tag sein! Dass ich da drin war. Wir haben deine Schreie gehört und Chompa wusste genau, wo du bist. Was könnte man sich sonst noch wünschen, als so tolle Freunde wie ihr seid? Naja. Du könntest dir eine Schlüpftag-Überraschung wünschen. Eine Schlüpftag-Überraschung? Was für eine Überraschung! Hier, die waren für dich, Ruby. Tut mir leid, dass dein Schlüpftag nicht ganz so fröhlich ist. Aber er ist doch ganz fröhlich. Ach ja? Na klar. Was ihr getan habt, hättet ihr nicht tun müssen. Aber ihr habt es getan. Ich bin sehr glücklich und ich bin sehr gerne hier. Die große helle Scheibe scheint und strahlt tief. Heute ist mein großer Schlüpftag. Ich war allein, was ich nicht mag. Doch deine Freunde wollen heute gern bei dir sein. Das ist herrlich und ganz fantastisch. Ich bin sehr glücklich und ich bin sehr gerne hier. Die große helle Scheibe scheint und strahlt in mir. Ich bin sehr glücklich und ich bin sehr scheint und strahlt tief in mir. Ich bin glücklich. Du bist ein Dreihorn, sei drauf stolz. Wir sind aus besonderem Holz. Alles, was wir machen wollen, bringen wir sofort ins Rollen. Ganz egal was. Alles macht dir Spaß. Du kannst dies oder das. Alle Sachen gehen. Du wirst schon sehen. Bäume trete ich mit dem Bein. Ich zerschlage jeden Stein. Ich hab einen starken Willen. Und ich kann laut brüllen. Ganz egal was, komm, wir haben Spaß. Du kannst dies oder das, alles läuft wie es soll. Wir sind wundervoll, drei Hörner sind toll. Und was sagst du jetzt, Zira? Ja, du hast recht. Drei Hörner schaffen alles, was sie wollen.
Lehrer, was ist passiert? Gar nichts. Danke für deine Hilfe, Spike. Wir sehen uns nachher an der Wasserstelle. Na schön, dann erzähl mal, warum humpelst du, Zera? Ich bin auf einem Baumstamm ausgerutscht, halb so wild. Oh, das sieht nicht gut aus. Dein Knöchel ist ja ganz geschwollen. Hier, das wird die Schmerzen lindern. Tricia, du holst ein bisschen Modderpampe für Zeras Knöchel. Ach, das ist doch nicht nötig. Ich muss wieder zurück und Baumstammlaufen üben. Das glaube ich aber nicht. Auch wenn es dir jetzt besser geht, musst du deinen Knöchel eine Weile schonen, Zera. Igitt, ich hab doch gesagt, ich will keine Modderpampe. So, alles wieder gut. Danke für deine Hilfe. Bist du sicher, dass alles wieder in Ordnung ist? Absolut. Jetzt muss ich das Baumstammrennen gewinnen. Das schaffe ich doch mit links. Wenn es so leicht ist, warum hast du dir dann wehgetan? Sowas kann schon mal passieren, aber ich krieg das hin, denn ich bin ein Dreihorn. Und genau das macht mir Sorgen. Was macht dir Sorgen, hä? Gar nichts, Tapsi. Zera hat sich vorhin nur ihren Knöchel an der Wasserstelle verstaucht. Aber jetzt ist wohl alles wieder gut. Ja, sieht ganz so aus. Ein verstauchter Knöchel kann doch ein Dreihornmädchen nicht umhauen. Papa hat recht, Tria. Ich fühle mich super. Ich muss zum Wasser zurück und mit dem Baumstamm üben. Ich will doch das Spiel gewinnen. Baumstamm? Spiel? Was soll denn das heißen? Meine Freunde machen einen Baumstammlaufwettkampf und ich möchte ihn gewinnen. Was genau ist denn Baumstammlaufen? Naja, man wirft einen Baumstamm ins Wasser, klettert drauf und läuft. Und dadurch dreht sich der Baumstamm unter dir. Es ist ganz leicht. Warum solltest du so etwas Verrücktes machen? Um zu beweisen, dass Dreihörner alles können, was sie sich vorgenommen haben. Und dass sie in allem die Besten sind. Das hast du mir doch gesagt, Papsi. Natürlich können Dreihörner alles, was sie sich in den Kopf gesetzt haben. Allerdings setzen sie sich nicht in den Kopf, auf Baumstämmen herumzulaufen. Aber Papsi, davon hast du nichts gesagt. Du hast gesagt, Dreihörner können alles. Schon vergessen? Ja, aber das nicht. Schlag dir dieses verrückte Spiel aus dem Kopf, Zera. Manche Dinge gehen eben einfach nicht. Ich glaube, ich habe zu viel gefuttert. Ducky, Spike, ich habe mir schon Sorgen gemacht. Wo habt ihr gesteckt? Also, wir waren... Naja, wir haben Fangen gespielt. Ihr müsst doch furchtbar hungrig sein. Die habe ich extra für euch aufgehoben. Oh, die mag ich am liebsten. Ducky, Spike, geht es euch auch wirklich gut? Ihr habt ja immer noch nichts gegessen. Wir haben keinen Hunger. Du und Spike? Ihr habt keinen Hunger? Genau. Vom vielen Fangenspielen sind wir irgendwie satt geworden. Mama, es gibt da etwas, was Spike und ich dir sagen. Nein. Das kann nicht sein. Nicht hier. Ich weiß, das klingt komisch, aber ich wünschte, ich könnte ihm helfen. Wenn wir ihm helfen, dann frisst er uns sofort auf. Er ist ein Schafzahn. Das machen die ebenso. Du bist auch ein Schafzahn. Und du machst das nicht. Oh, seine Schmerzen sind stärker geworden. Naja, es liegen ja auch Steine auf seinem Schwanz. Oh,
mir leid, dass du solche Schmerzen hast.